at my heart, think you don't know where to go. Sometimes you're losing your direction. You're flying high and you're falling low. You're out against the burn down slow. Never know which way is right or wrong. And sometimes you take the road to heaven, and you never see an angel flying low. Sometimes you take the road all straight down to hell, while the devil is dealing with your soul. Whenever you reach the end of a dusty road, remember what a wise man told. Hallo. Geht schon wieder los. Hey, dein Koffer trägt sich aber nicht von alleine. Digga, dafür habe ich dich doch mitgenommen. Bist du bereit? Las Vegas, wir kommen. Ey, wie die Lemminge laufen wir hier hinterher, oder? Hey, der Tonic ist schon überall. Ja. Scheiße hier, Drecksladen. Ey, immer diese Touris hier. Unter anderem hier zu dieser Bar. Das ist eigentlich ganz gut. Na, dann gehen wir da. Siehste, gestern 9 Euro Ticket gekauft, heute kann man schon Bus fahren. Oh, mal schön, ja? Angekommen. In Vegas. Es ist warm hier. Digga, geht gar nicht. 21 Uhr ist es mittlerweile. Wir warten jetzt auf ein Taxi, was uns zum Hotel bringt. Und es sind gefühlt boah, bestimmt doch über 30 Grad. Hui! So, wir haben ein Taxi gefunden, was uns jetzt die 5 Kilometer ins Tosche. Ui! Bodenwelle. It's ui! Ui! ja, was uns jetzt die 5 Kilometer ins Tosche Island bringt. So, wir sind angekommen. Das ist total spektakulär, oder? Ja. Total verrückt. Das ist wirklich wie eine andere Welt hier. Bis da, ja. Ist das schon die Empfangshalle oder was ist das? Wir sind im Zimmer. Wenn das zu teuer ist bei Check24 Billiards, können wir den ja auch zeigen. Hier und das Allergeilste. Ja, ja. So. Mit Durchgangstür zu den bekloppten Nachbarn. Hey Digga, wo hast du Licht denn gemacht gerade? Hinten am Bett. Und? Warte. Ja, los. Und? Ey, und Bett kaputt. Ich werde nicht. Ach, diese geilen Betten liebe. Ja. Nur Bekloppte. Sehr schön. Oh, herrlich. So. Erstmal gucken hier. Thank you.
ist unser Hotel. Und wir haben gefühlt immer noch über 30 Grad. Marco ist geflasht. Ja. Total. Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend. Es ist einfach nur spektakulär. Wie gesagt, wir haben gerade mal das erste Hotel gerade gesehen, ja. Also was ich bei den Amis ja wirklich mag, dass sie so diesen Hang zum Dezenten haben, ja. Ja, also nicht so, einfach, nicht so übertrieben. Nee, es ist einfach nicht so drüber. Das ist genau. So ein bisschen. Und das ist schick, einfach, aber es sieht auch nicht nach Fake aus. Richtig. Ja. Ja. So eine, einfach ein bisschen mit bisschen Farbe die Decke gemalert. Reicht. Der erste Morgen ist angebrochen. Halb neun haben wir's. Wir haben das schönere Zimmer. Daniel, ganz klar, dass wir das schönere Zimmer haben. Ja, natürlich. Wir sehen doch beide viel cooler aus. Deswegen, warte mal. So sieht Alter, man aus. Die Blues Brothers für Arme, oder? Frankie, letzte Worte, bevor der Reichtum ausbricht. Ach, hier kommt es mich an. 1 Million sind da drin. 1 Million? Ja, guck mal. Oh, was ist das hier? Nee, das ist doch die falsche Ecke. Und wenn ihr in New York zum Beispiel bist, ist es schwieriger. Ich kriege hier gerade echt einen Knall. Guck dir das doch mal an. Unfassbar. Du siehst ja gar nicht mehr, wo du bist und denkst, du bist drüber. Ja. So, nachdem die alten Männer ein Mittagsschläfchen gehalten haben, haben wir jetzt den halben Nachmittag verpennt. Jetzt ist es dunkel geworden. Jetzt geht's. Und dann geht's. Futtern. Hallo. Yo, sorry, your birthday is today.
birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Yo, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Mommy in the club, bottle full of bub. My mom got what you need if you need to feel the buzz. I'm in there having sex, I'm in the making love. So come give me a hug if you in the gear up. You can find me in the club, bottle full of bub. My mom got what you need if you need to feel the buzz. I'm in there having sex, I'm in the making love. So come give me a hug. Fängt der Eiffelturm an. Ey, die ist echt bekloppt, die Amis, ey. Also, sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen, das Restaurant. Alle satt jetzt, schönes Bier getrunken. Jetzt geht's ins Bett. Oder auch nicht. Guten Morgen, wir haben den 28.06., die tägliche Ansage. Ja, heute ist der große Tag, wo wir unsere Maschinen kriegen. So gegen um 10 Uhr haben wir Ziegel Rider, werden wir dann mit dem Taxi hinfahren. Jetzt wird erstmal gefrühstückt, Stimme versagt. Ja, wir gucken jetzt mal, was zu frühstücken kriegen, weil gestern haben wir echt ewig gesucht, bis wir einen Kaffee hatten. Und ja, dann wie gesagt, Sachen packen und ab zu Eagle Rider. Ja. Ganz schlimm. So, wir stehen dann mal am Freeway auf dem Weg zu Eagle Rider. Haben wir uns einen Platten eingefangen beim Taxi. Geht ja gut los. So, und ihr so, Jungs? Ja, wir sitzen hier. Ja. Auf 2 Quadratmetern. Ja, wie war das für den Eingang? Ah. Das schneide ich nicht raus. Das ist das beste Taxi ausgesucht. Das ja. War sozusagen das Action Cab. Das Action Cab. Das ist ein Taxi mit Adventure. Und so. Ja, na, im Moment haben wir ja schon 3 Kilometer geschafft. Ja. Super, wer weiß, was noch passiert auf dem Weg bei Eagle Rider. Also, sag, ja? Oh Mann, ey. Oh Mann. Hannes braucht schon wieder Kaffee. Nachher musst du wieder pullern. Ja, du, das stimmt. Aber ich lasse einfach laufen. Du fährst bitte hinter mir, ja? Ich fahr ganz vorne. Oh, we gotta try, we know who the old guy is. So, jetzt geht's ans Umräumen. Ja, packen. So, ich weiß ja nicht mehr, was wo ist, aber ist doch egal. Ist egal. Passt schon. Ready to go. Sachen sind verpackt. So, erster Zwischenstopp nach 3 Meilen. Mal kurz zu Harley. Man muss sich erstmal vertraut machen. So, wie waren die ersten 3 Meilen? Was? 2 Meilen? Wie viel müssen wir noch? 200. Das ist gar nicht. Ach, das war wieder ungewohnt drauf zu sitzen, ja. Wir sind, 1, 2, 3, wir sind wieder zurück bei Eagle Rider. Markus, sein Kofferraum lässt sich nämlich nicht abschließen. Dann gucken wir mal, ob das relativ kurzfristig behoben werden kann.
weil wir dann auch noch weiter wollen, logischerweise. Und es ist verdammt warm. Ich glaube, wir haben so um die 38 Grad jetzt, ja? Wie viel Grad haben wir jetzt in etwa? 100. Gefühlt 100, ja. Wie viel? 35. Die lange Unterhose, ja. Wenn ich das hier Kaninchenschnupfen holz. Okay. Euer Egelbrunner geht schon los. Oh, Chakalaka. When I'm gone, don't bring me pretty flowers. And don't sit and cry for me, my tombstone. Come and visit me in the midnight hours with your party on. Think of me and recall all the good times. Bring your memories in a bottle of old Jim Beam. Take a swig as the haunted honky-tonk moon shines. And remember me. And pour whiskey on my grave. Let it seep into my bones. Have a drink with me. Even when I'm gone. I'll do the same for you. If you'll do the same for me. Turn it up and take a shot. Angekommen in Laughlin. Und es ist warm. Es ist einfach nur warm. Gut, aber wir machen uns jetzt in ein Restaurant. Erstmal was essen. Direkt am Colorado River. Colorado. Und hatte ich schon erwähnt, dass es warm ist? Nee, ne? Es ist warm. Dann kommst du rein aus der Wüste. Und bist hier bei den Tropen, in den Tropen. Ja dann. Oatman sind wir angekommen, auf der historischen Route 66. So langsam fahren wir auch in die Dämmerung. Und hier denkst du wirklich, du bist irgendwie in einer Kulisse aus dem Western. Hier rennen die Esel auf der Straße rum. Einmal im Leben. Good man. Shooting gallery. Get your kicks. Chicago to LA.
Ankunft im Hotel. Wir haben es jetzt knapp 19.45 Uhr, war also doch ein längerer erster Tag, oder länger zumindest als geplant. Aber gut, uns hetzt ja auch nichts. Wir werden jetzt erstmal einchecken. Dann gucken wir mal, dass wir noch was in den Pool schmeißen können, weil wir sind echt alle durchgeschwitzt. Wingman! Geschafft! Und das ist Wingman! Der Wingman! Vom Ziel Sedona und Wahnsinn. Also was jetzt hier landschaftlich passiert, guckt euch das an, ey. Das sieht aus wie auf einer Postkarte. Spektakulär. Ich glaube, das Wort habe ich heute schon mal benutzt. Die Klischeebilder. So, wir sind am Hotel angekommen in Sedona. Muyabgi, oh, keine Ahnung, wie man es ausspricht. In. Und jetzt guckt euch den Blick an. Da, da. Ich bin gerade schon wieder etwas sprachlos. So, die Dämmerung setzt langsam ein. Wir gehen jetzt nochmal schön was essen, bevor es dann morgen früh Richtung Grand Canyon geht. Ja, die Highlights werden jetzt zunehmen die nächsten Tage. Also alleine heute schon die Sedona war ja, ach, mega, mega.